Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Mercenary Assistant. Immer noch ein Kackname. Wir sind zurück zur Schicht, denn dieses Spiel sollte noch die ein oder andere Überraschung für uns bereithalten. Und die werden wir uns natürlich furchtlos stellen. Also, wir haben auf jeden Fall keine Angst oder sowas. Da gehen wir easy durch. Also, wir müssen immer noch ein paar Enten entdecken. Er hat gar nicht gelacht. Und vielleicht ist der Dämon ausgeflogen. Nee, wir haben ja noch ein paar Überraschungen. Die müssen wir auf jeden Fall noch entdecken. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Der Geist hat noch nicht alles mit uns. Geist, Dämon hat noch nicht alles mit uns gemacht. Also, was so ein Dämon halt macht, ne? Müssen wir aber durchschauen. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Hinweise, die wir noch nicht gefunden haben. Sieht aber mager aus, also der Doc ist jetzt nicht so. Ich verstehe das nicht. Ich meine, er weiß, dass hier ein Dämon ist. Er hat uns verarscht bei der Job-Einstellung, ja? Und dann packt er hier in diesen blöden Schuhkarton immer nur die blöde Tape rein, statt mal so eine Packung Kekse oder irgendwas, ne? Nur Streichhölzer. Die brauchen wir aber aktuell nicht. So, dann gehen wir erstmal am Arbeitsplatz hier. Tür zu, hier wird behandelt. Das nehmen wir erstmal mit. Wunderbar. Dann wollen wir doch erstmal gucken, wer sind denn heute unsere Patienten? Patienten. Unsere Leichen. Wir haben einmal Nikolas. Nee, Nikolaus. Michos. Oder Michos. Suzanne Lang. Okay, ist auch ein bisschen jünger. Auch oh, ohne Granny. Wie heißt die? Andy Blöder? Andy? Andy ist eine Frau? Andy ist eine Frau, Tatsache. So, du geh mal erstmal wieder rein. Dann gucken wir mal, was haben wir hier noch? Hier haben wir. Oh, wenn man noch hier kommt. Was ist das? Okay, ich nehme mal. Oh, um Gottes Willen, ich nehme mal so einen Sack mit. Und der. Furchtlos stellen wir uns den Aufgaben. Wir holen erstmal den Schiebewagen. Und dann fangen wir mit dem Herrn Michos an. Der einzige Mann. Vielleicht ist das ja schon ein Tipp. Wobei normalerweise Frauen sind böse. Nein. Gut, Michos. Michos war hier vorne. Ich spreche den jetzt mal so ein bisschen aus wie so ein Mexikaner. Oh, komm mal raus, mein Freund. Hab eine Liege. Machst es dir bequem. So. Tür zu. Sieht bis jetzt noch alles ganz human aus. Er hat auch nicht geguckt. Er hat die Augen zu aktuell. Achten wir mal drauf. Warte. Gut, wir sind alleine. Jetzt hat er die Augen ein Stück auf. Wollte bestimmt einmal gucken, wo er jetzt hingefahren wird. So, Herr Miros, dann wollen wir einmal. Ich muss hier mal lüften, oder? Das mieft ja. Wir toten hier. Einmal erst den Kopf untersuchen. Wir arbeiten von oben nach unten. Leichte Bartstoppeln. Männlich. Maskulin. Bisschen Ohrenschmalz. Aber sonst weiter keine Auffälligkeiten am Kopf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, drehen wir einmal auf die Seite. Absolut nicht. Doch, hier ist Mief. Aber ist andere Seite. Hier am Arm haben wir noch mal ein bisschen Mief. Sonst soweit gut. Aalglatte Füße. Ey, wie der glänzt, wa? Fußmodel. Aber die Schienbeine darf er nicht zeigen, da. Also. Diese Alterbeulen.
Ich weiß nicht, aber kriegst vom Heidi Klum, die hat da keine Hose für dich. Glänzende Hände, warum glänzt der Typ denn so? Hier steht jetzt unsere Maschine im Weg. So, ein Stück rüberbeugen. So, die Kratzer haben wir schon aufgenommen. Aber nichts Weltbewegendes hat der Gute. Wieso sind hier eigentlich alle Türen auf? Waren die schon auf, als ich hier reingekommen bin? Nicht, dass ich wüsste, aber na gut. Wir gehen erstmal rein ins System hier. Ah nee, Quatsch, da kann ich ja noch gar nicht drauf zugreifen. Es ist nachts 0 Uhr. Was willst du? Wir haben geschlossen. Rechte Schulter. Linkes Bein. Und rechter Arm. Wo haben wir den rechten Arm? Eins, zwei, drei. Achso, das Alter. Ja. Gott, oh Gott. Ich schussel. Das hätte aber eine Abmahnung gegeben. Ja, hallo? Hallo? Ja, bitte? Ja. Na gut, Oma möchte nicht mit uns reden. Kennen wir ja schon, ne? Die telefoniert ja gern mit uns auf Arbeit, Nachtschicht. Die macht sich Sorgen, wir sind alleine, es ist dunkel, die weiß das. Gut, das haben wir nach oben gepackt. Mal einmal hier gucken, kein Foto. Wasser können wir anmachen. Sicherungskasten sieht gut aus. Ein bisschen Inspektion machen wir, ne? Was schon mal schön ist, die Halloween-Deko ist endlich weg. Da wurde auch mal Zeit. Die hing ja lange genug rum, ne? Bisschen Privatsphäre. Okay, was haben wir denn als nächstes vor? Es gab doch einen Schnelltest. Ja. Ah, genau. Jetzt müssen wir erstmal den Mund. Oh. Ah. Der Chef hat ja alles umgeräumt. Da müssen wir uns erstmal nur einen Überblick verschaffen hier. Das geht ja nicht, ne? Wo sind denn hier die, Ah, hier. Da haben wir doch die Nadeln. So, Herr Miros, ich werde jetzt Ihren Mund zunähen. Das könnte ein bisschen wehtun. Wer merkt nichts? Ist das eine ganz normale Leiche? Hallo, ich bin Herr Michos. Ich bin gestorben, aber eigentlich lebe ich noch, dank der Hilfe eines Dämons. Mund zu. Schön, haben wir da schon mal Ruhe? Ich weiß nicht, warum dieser blöde Schlüssel. Ich kann den nicht nehmen. Ja, gut, das ist ja. So, können wir schon mal das Passwort raussuchen? 3743. Sehr kreativ. Und meine Sachen. Wie kommt die denn hierher? So manche Sachen, die beeindrucken uns gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wofür dieser alte Schlüssel ist. Den Keller habe ich damit das letzte Mal nicht aufbekommen. Was sind denn jetzt hier die iCats? Ja, never touch a running system. Wieso packt man das denn? Die Schwerkraft. Der Schalter ist runtergefallen. So, das ist der Kippschalter. Und wenn die Erde in einem bestimmten Winkel sich rotiert und dreht, wirkt die Schwerkraft stärker, weswegen der Hebel runterfällt. Das ist ja alles physikalisch ganz einfach zu erklären. Das heißt, wir machen hier schon mal die Tür zu. Jetzt habe ich hier Paranoia, dass der hinter mir ist. Wo sind denn hier die iCats?
Bin ich jetzt blind? Ich brauche eine Kassette. Ah, der Professor hat so eine beruhigende Stimme. Ich würde gerne das Licht anmachen. Andererseits würde ich gerne die iCaps finden, bevor ich hier total zerstört werde. Erstmal Licht an. Ist alles normal. Wir haben Nachtschicht, wir sind dezent übermüdet. Und es ist Gewitter und Regen wie immer. Und wir sind allein und weiblich und wundervoll. Ach, ich habe hier auch noch Schubladen. Na, sieh mal einer an. Haha! Ja, da haben wir doch die Eyecaps. Nicht, dass ich da drüber noch stolper. Ja, einmal die Augen aufmachen. Plupp, plupp. Also wenn der nicht tot wäre, würde das bestimmt voll brennen, ne? Gut, was haben wir denn jetzt? Jetzt müssen wir hier, ja. Gott, bist du doof? Ach, du schon wieder. Ich hab dich sterben lassen, weil du ein Junkie bist, ja? Du und deine Drogenprobleme. Hast du mal unsere Wohnung gesehen? Die sah aus wie Kacke. So, das haben wir jetzt erstmal geklärt hier. Also ich glaube, ich... Ah, hier, warte. Ich glaube, ich spinne. Also das müssen wir uns nicht vorhalten lassen hier. Kannst nicht öffnen. Hier war ja eben das Licht aus. Okay. Aha. So. Das ist diese komische 3. Gut. Wir haben schon mal unser erstes Symbol gefunden. Du bist am Arsch, mein Freund. Ich werde deine Leiche verbrennen. Okay, das erste Symbol. Es sieht aus wie das da. Das packen wir jetzt einfach erstmal dahin, damit wir uns das alles merken können. Ja, Kollege, hier, du mach mal hier deinen Jumpscare-Kram hier. Ja, es ist alles meine Schuld. Ich will mich überhaupt nicht erschrocken. Was ist mit deinen Augen passiert? Das sieht nicht gesund aus. Und dieser blasse Haut. Ja, wenn der Dämon denkt, ich erschrecke mich bei sowas. Da hat er sich aber ins Fäustchen geschnitten, ne? Oder wie sagt man? Ja. Nicht mit mir! So, jetzt fehlt uns noch eine Flüssigkeit. Ah ja. Oh. Ey, Leute, ich habe da keine Zeit für hier. Machen wir mal ein bisschen Frischluft. Krieg hier schon Halluzination bei dem Mief von dem Typen da. Kann ich den Deckel nicht zumachen. Ach, wunderbar. Was fehlt denn noch? Oh, Methanol habe ich noch gar nicht eingekippt. Methanol. Aha. Ja. Wenn der Arzt hier alles umräumt, ne? Unser guter Herr Chef. Müssen wir uns erstmal neu zurechtfinden. Eine Klammer brauche ich noch und die PVC-Tubings. Das sind die Tücher. Ah, ja. Ganz genau. Und Schlitz. Und zack. Und zack. Wunderbar. Ja, dann lassen wir das mal laufen. Läuft. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir schon reingeguckt. Hier können wir nichts nehmen. Irgendeine Akte, die wir uns noch angucken können, auch nicht. Wir gehen mal nachher, wenn wir den hier fertig haben, gehen wir nochmal zum Keller. Denn ich habe
Es ist, der Keller muss ja irgendwie auch gehen, ne? Wir haben jetzt ja diesen alten Schlüssel. Und das muss uns ein Zeichen, also es, oder es muss uns eine Möglichkeit geben, diesen Keller aufzumachen. Ein alter langer Schlüssel. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür der sonst gut ist. So, du bist leer. Das machen wir mal aus. Klack. Wir können dich ja schon mal abklemmen hier. Ich will nicht nach links gucken. Ich nehme noch mal ein Strike. Okay. Hier kam ein gruseliges Geräusch her und wir gehen der Sache auf die Spur. Weil wir furchtlos sind. Hallo? Ist hier jemand? Sich anhört wie die Autotür. Na gut. Geht auch nicht mit jedem. Wir brauchen jetzt erstmal das hier. Und ein Bett. Jetzt sind die hier oben. Jetzt machen wir das da rein. Und ja. Da muss er erstmal durchkommen durch die ganzen. Ja, es klingt fies, aber durch die ganzen Specksparten hier. Aha. Da haben wir noch ein bisschen Hohlraum gehabt. Mei, oh mei. Das ist aber. Ah, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Da gehen ja Lieder rein. Ich möchte jetzt keine falsche Paranoia schwören. Aber ich bin der Meinung, dass an der Bettkante hier eben gerade was langgelaufen ist. So. Just saying, ne? Da. Wird schon nichts gewesen sein. Cool. Jetzt müssen wir einfach die Maschine sauber machen. Ab ins Badezimmer. Ins Bademobil. Hat das an der Haustür geklopft oder hat das da drinnen geklopft gerade? Ich warne Sie. Ich habe einen Zettel. Der ist selbst entzündend. Hallo? Ist hier jemand? Gott, ich kotze im Strahl. Ich schon wieder Gänsehaut hier. Warum spiele ich sowas überhaupt? Abgesehen davon, dass es geil ist. Ah. Ein Hinweis. Wir kommen der Sache näher. Wir entfernen uns. Aha. The nine it is. Also die neun. Dann können wir die auch schon gleich erstmal in unsere Mark packen. Die neun. Schmeißen wir erstmal mit rein. Wir haben zwei Beweise. Erste Leiche fast fertig. Wir sind krass. So. Einmal die Maschine reinigen. Was haben wir sonst noch zu tun?
Gut, die Reinigungstücher. Ja. Damit dein Gesicht genauso glänzt wie deine Hände und Füße und Plaute. Ich muss nur kurz, ich bin. Okay. Mal eine Arbeit nach der nächsten, ne? Schön über die Lippen. So, cool, dann kommst du schon wieder zurück. War schön, mit Ihnen zu arbeiten, Herr Miros. Sie waren ein sehr angenehmer Patient. Kollege? Das hat Spaß gemacht. Moment, oh. Wir sehen uns vielleicht später nochmal wieder. Glaube aber eher nicht. Alles cool, außer wenn ich sie natürlich verbrenne. Und irgendwann verbrenne ich sie alle. Das sollte jetzt nicht so abwertend klingen. Ja, jetzt haben wir einmal Susan Leng. Eine Frau. Haben wir die Stangen wieder rein? Du Gott! Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Falls der Dämon jetzt weiblich ist. Also, oh wow, eine Frau. Krass. Voll hübsch und so mit ihrem ganzen Ausschlag. Steht ihnen gut, die Feigwarzen? Oder was sind das? Oh, wir brauchen nochmal eine Kassette hier. Ich brauche was Beruhigendes. Database. Ah, das entspannt mich. Mein guter, lieber Herr Professor. Oh, hier drin wird gearbeitet. Bitte nicht stören. Ein paar kleine Pickelchen, nichts Gravierendes. Ja, damit kann man ruhig verbrannt werden. Die brennen auch. Alles cool. Okay. Hier sind dreimal so eine. Ja. Sieht komisch aus. Sagen wir es mal so und das nie. Was haben wir hier noch? Kratzspuren. Oh. Alter, die hat ja alles mitgenommen. Wo hat die gespielt? Klärgrube? Dunkle blaue Füße. Das sind Dämonenfüße. Gott, verfluchte Eiterbeule. Sieht ein bisschen aus wie so ein Dance-Figur. Könnte das so ein Zeichen sein, dass die vom Dämon. Ich kann es nicht mal anklicken. Das ist ja skurril. Das ist doch ein eindeutiger Indiz hier. Und dann hat die ja noch das hier. Ein Blutschwamm. Weiß nicht, ob da irgendwie was zu sehen ist. Wieso kann ich das hier nicht auswählen? Skurril. Wir machen erstmal fertig. So, Patient Nummer 2 ist die Susan Leng. Sie ist im Alter von 24 Jahren gestorben. Hat dezente Pegel an der Schulter links. Andere komische Pegel an der Schulter rechts. Stinkepegel am Arm. Entschuldigung bitte. Wir haben geschlossen. Besuchszeiten sind von 7 Uhr morgens bis 15 Uhr, ja? Wir können die Tür ruhig auflassen, ich mache die später zu. Alles klar. So, und dann hat sie noch am rechten Bein diese Eiterbeulen. Am rechten Leg. Am linken Leg. So, jetzt müssen wir einmal kurz warten. Wir können ja nochmal so ein Sprite mitnehmen.
Wo wir sowieso hier sind. Ich dachte, vielleicht gibt es hier noch irgendwas Verstecktes, so hinter so einem Bild. Jesus, der Allmächtige. Ich kann mir nichts mehr passieren, ich habe gebetet. Darauf ein bisschen Weihwasser. Gehen wir mal unserer ganz normalen Tätigkeit nach. Sie ist es. Ich sag's, wie es ist. Bin ich mir recht sicher, sie ist der Dämon, sie ist besessen. Sieht man schon an ihren ganzen komischen und denn das da drüben, an dem und die blauen Füße, ne? Oder die liegt schon eine Weile. Oder die hat zu viel Cola getrunken. Das wäre auch möglich. So, weiterschauen. Jetzt müssen wir wieder die Klappe zunehmen. Dafür brauchen wir wieder neues Equipment, weil Hygiene und so, jeder kriegt seinen eigenen Kram. Kram. Ich habe Kram gesagt. Hier noch nicht so einen stabilen Kiefer wie unser Patient davor. Drei Schläge oben, durch sind wir. Ja, unten ist ein bisschen hartnäckiger. Ein bisschen Zahnstein hier oben, die gute. Das kann doch nicht verbrannt werden. Hier schon wieder dunkel. Oh. Das ist ein Zustand. Diese Hütte ist ein Zustand. Ich sag's, wie es ist. Katastrophe. Jetzt wollen wir da nicht gegenlaufen. So, bitteschön. Alright. Wo hatten wir denn jetzt Beweise? In dem, Kühlschrank sagen. In der Kältekammer für die Leichen. Hier im Flur haben wir einen Beweis. Bin ich jetzt dumm oder hat mich da was aus dem Schrank beobachtet? Ich habe zu Jesus gebetet. Nur, dass du Bescheid weißt. Da war doch eben was. Da ist doch so ein. Die Tür war zu und die auch und hier war so ein. Oder war das mein Schatten? Nee, mein Schatten war da. Da war doch ein Kopf. Der ist so abgehauen, oder nicht? Wie kriege ich eigentlich hier diesen Safe auf? Wäre es möglich? Wir haben doch hier noch eine. So, sie hat ja vollen Zutritt, ne? Wir schauen hier einmal auf die Rückseite. Okay, es hilft uns nicht weiter, aber unser Chef, der liebe Raymond, Herr Delva, hat mit der 3743 ja auch vollen Zutritt. Alter, jetzt habe ich hier aber richtig Paranoia. 3743. 3743. 3. Oder muss ich erst was. Ah, 3743. Das ist eine längere Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine 5 ist. Also eine fünfstellige Zahl brauche ich für diesen Save. Haben wir hier irgendwelche Zahlen auf dem Schlüssel? Nö, sieht nicht so aus. Eine fünfstellige Zahl. Wenn ich so ein dieses Schwein wäre, wie der Delver. Der mir nicht erzählt, dass ich hier mit einem Dämon zusammenarbeite. Wo würde ich eine fünfstellige Zahl verstecken?
Nicht, dass das hier irgendein Bordcode ist, den ich aus dem Text entnehmen muss. Eine fünfstellige Zahl. Entschuldigung. Habe ich mich wohl vertan? Da war keiner über dem Bildschirm. Eine fünfstellige Zahl. Der beobachtet mich hier in einer Tour und er schwarz mit roten Augen. Wir machen hier das hier und dann gehen wir mal nach der Zahl suchen. Das würde ich jetzt ja gerne mal. Also da bin ich jetzt wieder mal gespannt. Was öffnet dieses Zahlencode-Ding da? So, das war ja gar nichts hier. So. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Den anderen haben wir hier. Nee, warte, den haben wir nicht hier drin. Wo waren der andere? Da hinten. Ja. Das kommt auch da rein. Formaldehyd. Wir brauchen ein neues Skalpell. Wir brauchen eine neue Zange. Und wir brauchen neue Tübings. Oh nein, oh nein. Ich habe schon wieder das Methanol vergessen. Ach Gott, da drüben. Ja. Ach, ich schussel. No. Dann schmeiß doch irgendwas runter. Da haben wir jetzt Tubings gedroppt, die heben wir gleich wieder auf. Ist ja Folie und wir wollen nicht, dass wir darauf ausrutschen und hinfallen, ne? So. Nehmen wir auch mit. Und Schlitz. Sie ist es. Sie hat so richtig komische Quaddeln hier. Sieht so ein bisschen aus wie so ein T-Rex auf Reifen. Also ein T-Rex-Kopf. Auf Reifen, so comic-mäßig. Ja, und wenn das da, das muss man echt mal ausdrücken. Das ist schon. Ja. Kommen wir erstmal die Forks rein, die Tubings. Come over Dann here. können wir die Oma? Oma, bist du das? Becca. Ja, ich komme gleich. Uno momento. Becca. Oma, ich kann gerade nicht. Ich muss hier Blut leer pumpen. Becca. Ja, ich hab hier aber zu tun, Oma. Ist aber auch penetrant. Er steht da hinten links in der Ecke. Seht ihr das? So ganz, ganz leicht ist da, also. Da, also links von dem, das linke kleine runde Fenster, links daneben sind zwei rote Augen. Und da ich weiß, dass er da ist, kann er mir gar nichts. Ein Scheiß ist mit erschrecken. Oh, er ist weg. Ich war mutig. Gott, leck mich am Arsch. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist der Schwarze. Wieso habe ich jetzt hier so einen Ton? Mikro geschlagen, ey. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, wenn ich mit geschlossenen Augen da reinlaufe, kann er mich ja gar nicht erschrecken. Da kann der mir gar nichts. So ein Schwein. Du kannst die Klappe halten. Du hast mir gar nichts gebracht. Jetzt müssen wir diesen Empty Reward Bag befüllen. Der ist auch mega aktiv, ne?
Ist schon krass. Also, richtig krasser Mother Dude. Okay, das machen wir noch und dann müssen wir ja sowieso die Reinigungsgeräte da holen. Dann ist das jetzt hier. Gehen wir einen weiter, ne? Naja, ich misse ein Messer. Der Mensch, das ist eine Person da. Die ist tot, ey. Nimm das alte Skalpell, so egal, ob das stumpf ist, dann merkt ihr auch gar nicht. Ich muss immer noch irgendwas. Guck mal, wir kommen mit der Nadel bei ihr viel weiter als bei dem Dicken. Bei dem Dicken waren wir bis zum Bauchnabel und bei ihr kommen wir viel weiter. So 2 Zentimeter drüber. Jetzt machen die Toten schon wieder Randale. Nicht ein zu viel. Wartet, bis ihr dran seid. Scheiße, ich zusammen hier. Unfassbar. Ich habe jetzt keine Zeit. Was wollen die denn alle heute von mir? Wir hatten hier drin noch gar keinen Beweis, ne? Und hier haben wir jetzt so viel Aktivität gehabt. Einmal durchhuschen. Gut. Hat mir gar nichts gebracht. Eine fünfstellige Zahl. Ah ja, genau. Da waren wir stehen geblieben. Nein. Nein. Vielleicht hier so irgendwie seitlich ein bisschen? Vielleicht reingeritzt ins Holz? Nö. Nö. Das kann ich nicht nehmen. Auch nix. Nein, nein, nein. Können wir hier was auf dem Telefon erkennen? Auch nicht. Auf den Zettel? Ja, dieser blöde Stuhl ist im Weg hier. Komm nicht an den Zettel ran. In der Box. Irgendein Hinweis. Nee. Fünfstellige Zahl. Wo könnte der die versteckt haben? Hinter der Vase? Nö, auch nicht. In der Vase? Halt doch, halt doch mal still. Nö. Können wir auch nichts weiter nehmen? Riverfields Mortuary East 1970. Aber wir brauchen 5 Zahlen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also es müssen 5 sein. Okay, ist auch liegen. 5, 5, 5, 2, 8, 1, 3, 9, 8, 4. Bisschen zu lang. Aber vielleicht ist es ja 555 281. Müsste man sich mal merken. Ich fange hier zu machen hier. Oh Gott, oh Gott, Alter, du blöd. Entschuldigung. Oh Gott. Alter. Wer soll die Nacht ins Bett machen, ey? Scheiße. Der war schon krass heute. Ich sehe nichts. Habe ich mich übergeben? Rebecca! Rebecca! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Baby, Baby, nein!
Scientist right up there. I'm coming back. I'm coming right back. Bin ich schwer verletzt? Hey, I found her down here. Ich hoffe, der hat Seepferdchen gemacht. Es ist Wasser gefallen. Dem Szenario nach würde ich behaupten, der Kopf ist der Mörder. Was war das eben für? Ja, so, eine eine fünfstellige Zahl brauchen wir immer noch. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. 555. 281 wollte ich ausprobieren. Es wäre sechsstellig, aber vielleicht geht das ja auch. Ich kann ja auch mit diesen ganzen Sicherungen gar nichts machen, ne? Steht auch keine weitere Nummer. Ja, der ist ja skurril. Wie verbleibe ich denn hier? Seife kann ich nicht nehmen. Hier muss es doch irgendwo eine versteckte Notiz geben für diesen Safe. Oder ist das nur eine bestimmte Runde quasi, wo man diese Nummer finden kann? Dass die gar nicht immer vorhanden ist. Vorsicht, gleich ein Klammer. Achso, nee, den können wir ja auch einstecken. Nehmen wir alles mit, ne? Klebefinger! Welche Möglichkeiten haben wir denn hier noch in der Bude? Fünf, 5, 5, 2, 8, 1. Sechs Zahlen? Oder sieben? Sechs, sieben. Nee, das wäre zu lang. Also die gesamte, auf dieser Packung, was wir gefunden haben, die gesamte Nummer wäre zu lang. Ich kann schon mal die Maschine reinigen. Das wäre zu viel des Guten. Wo könnte denn der Süße hier unsere Nummer versteckt haben? Und wieso kriegen wir kein Zeichen? Was war das? Ach so, die Maschine ist sauber. Ist fertig. Ein Becher. Und ein Stäbchen. Da kann man nichts drauf lesen. Ich zeig mir doch mal die Unterseite. Aha. Nee. Ja, ich dachte, vielleicht haben wir so eine sechsstellige Hausnummer noch hier dran irgendwie. Nein, jetzt nicht. Ich kann nicht spielen. Boom, oh Gott. Nervlich schon ziemlich am Ende, würde ich behaupten. Das Spiel macht mich gerade ein bisschen fertig. Hilfe, Loser! Oh Gott.
Ich weiß nicht, ob ich das. Ich bin nicht mehr. Ich sag's, wie es ist. Es kommt dahin. Haben wir schon drei von vier Symbolen. Und der Schwarze stand im Flur. Und da hatten wir auch diese Vision, dass der Schwarze unser toter Ex ist, der uns die Schuld gibt, warum er tot ist, weil er nicht schwimmen kann, weil er kein Seepferdchen gemacht hat. Und von dem her. Wir haben bei den Schwarzen haben wir die Vision gehabt. Also von dem Schwarzen, von dem Typen, der einzige Mann. Aber sie hat halt dieses komische Mal hier an der Hand, wie so eine Narbe. Weiß es nicht. Das ist ja eigentlich vom Verhalten her selbst. Scheiße, ich habe kein Tape mehr. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas, was mich ablenkt? Oh. Okay, du bist hier, aber wo? Wer ist hier? Kannst du mir deinen Namen verraten? Das wäre echt cool. Ich brauche halt schon viel zu lange. Aber ich finde halt diese Nummer Na gut, dann machen wir weiter im Programm. So, einmal die Fresse polieren und dann geht's ab wieder in die Kältestarre. Dann schnappen wir uns die nächste. Ja, komm, hier. Ganz gründlich. Ja, weg mit dir. Oh Gott. So. Die Tür ist nur für mich existent. Aber die hat halt wirklich so mega dunkle Füße. Wer hat gekloppt? Ich weiß nicht, die sieht halt wirklich am schlimmsten aus, sage ich jetzt mal. Aktuell. Ich weiß ja, dass du das sein musst hier, ne? Mirus. Alles noch cool? Hast du mittlerweile irgendwelche Male dazu gekriegt? Gucken wir uns später an. Ich muss erstmal Nummer 3 hier durchchecken. Kann ich ja auch nicht alles auf einmal machen. Komm raus hier, Granny. Ja, bei dir können wir dann ein bisschen mehr in den Körper reinpumpen, wenn wir hier diese komische Back da. Ne? Ach, ja. Ja, komm ich durch. Ja, Moment, ich komme gleich wieder. Nicht weglaufen. Schlechte Witze heben die Arbeitsmoral. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier irgendwo ist und mich beobachtet. Mir fehlt noch ein Zeichen. Das muss ich natürlich auch noch finden. Okay, aber erstmal untersuchen wir die liebreizende Oma. Das sieht aus, als ob du schon halb am Verwesen bist. Du. Also ich will jetzt nicht gemein klingen, aber die Haut so grau. Geh ihm auf die Seite. Nö. Die hat halt auch fast gar nichts. Die hat hier einen kleinen Pickel. Die hat ihr Leben gelebt, ne? Also, ein paar Kratzer an den Füßen. Auch so dunkle Füße. Hier ist alles cool. Schmatterpilze am Arm. There we go. Ein bisschen lief am Rücken.
Guck erstmal ein bisschen Minze. Also im Horrorfilm wär's die Oma. Aber wir sind halt nicht im Horrorfilm, ne? Wir sind in einer akkuraten Leichenhalle mit akkuraten Toten und hier ist alles normal. Linker Arm. Rechter Arm. Da Bein. Gut, wir brauchen ja noch unseren vierten Hinweis. Wir nehmen nochmal einen Zettel mit. Wie komme ich eigentlich in diesen Keller? Haha. Got you. Nix mit erstecken. Ich bin hier ganz weit hinten. Okay, ich weiß, du kommst jetzt auf mich zugelaufen. Und ich weiß, dass du der Dämon bist. Das war mir von vornherein bewusst. Ich komme jetzt eiskalt auf dich zu. Oh. Vanishing. Der Verschwindibus. Oh Gott. Okay, der war gut. Ich geh zu. Oh Gott. Okay, der war auch gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, hier der raucht zu und der verschwindet schon wieder. Und kommt denn irgendwie, packt mich von hinten mit. Da habe ich schon mit gerechnet, aber ich habe, also ich habe, also ich habe es mir anders vorgestellt. Wo ist hier der Lichtschalter? Danke. Okay, also er ist eindeutig der Dämon. Da mache ich mir nichts vor. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ich werde den Typen verbrennen. Er hat es verdient und er macht mich fertig. Ah, ich muss ja das noch wegbringen hier, die Akte. Die Fallakte von der Omi. Und wir brauchen noch einen Hinweis. Das muss hier irgendwo sein. Das sind doch nicht zwei Hinweise in einem Raum oder was? Außen vielleicht? Aber wird ja wenig Sinn machen. Ich sehe ja draußen nichts. Ich habe ja keine Taschenlampe. Da bin ich aber schlecht vorbereitet zu meiner Geisterjagd. So, ne next step. My pockets are full. Du bist Multitasking. Du hast doch hier haufenweise Platz. Dann drop das Messer. Was mache ich überhaupt mit diesen komischen Tüten? Also ja, die Asche einsammeln, aber was mache ich damit in dem Spiel? Sechs Zahlen. Das können wir so nicht lesen, ne? Hm. Ja, komm. Ich habe das Fenster gar nicht zugemacht. Boah, die verfolgt mich ja richtig, wa? Auch keiner sieht, wie ich zukomme. Ja, los, gib mir einen kleinen Schocker. Ich kann dich sowieso nicht reinlassen. Ich kann das Fenster nicht öffnen. Du kannst mich ja später abstecken. Ich habe schon zweimal gesehen und bin trotzdem erschrocken. Okay.
okay weitergeht. Ja, ich müsse was, aber was muss ich denn? My pockets are full. Weißt du, Bot? Dann schmeiß doch weg hier den. Also kann ich nicht wegschmeißen. Nice. So. Tut mir leid, Oma. Du musst die gleiche Prozedur durchleben wie alle anderen Toten, ja? Und, warte, machen wir mal zu hier. There we go. Eyecaps hier unten. Ja, jetzt sehen wir mal ein bisschen, Himmel, ne? Wir können ja hier nicht ewig rumtrödeln. So, das haben wir auch erledigt. Nächstes Step war schon den Mixer fertig machen. So, bevor wir das Methanol wieder vergessen, nehmen wir das Methanol als allererstes und arbeiten uns jetzt die Reihe nach, der Reihe nach ab. Die Reihe nach. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, was das, welchen Zahlencode ich da eingeben muss. Oder ist das vielleicht einfach nur so eine Verarsche? So, hier such mal eine Zahl, die du gar nicht findest. Vielleicht ist das noch nicht fertig und kommt irgendwann noch dazu. Nein! Wir brauchen noch ein Messer, das ist völlig normal. Ich kann kein Messer nehmen. Können wir die Tubing schon nehmen? Ne, auch nicht. Jetzt muss ich echt warten, bis die fertig ist. Das sind viele Hände. Ach, hier sind wir wieder. Alles cool. Wir gehen hier mal ein bisschen schneller. Krabbel, krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel. Krabbel, 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 krabbel. Ja, du bist das gar nicht? Ich dachte, du redest mit mir. Gab's hier noch irgendwas, was ich erledigen musste? Scheiße, das weiß ich nicht mehr. Was miss ich? Ah, ja, genau. Schlag ihm die Fresse ein. Du hast mich nicht gerettet. Versuch gar nicht, mich irgendwie zu bezirzen oder so. Weiter, weiter. Mach ihn kaputt. Denn ihm ist er. Nee, warte. Wir haben überlebt. Er ist gestorben. Versager. Gut, was können wir noch machen? Müssen wir da noch was reinschmeißen? Das Formaldehyd. Wo haben wir denn das Formaldehyd? Vorne, ne? Formaldehyd. Das gute Formaldehyd. Wenn wir jetzt ein bisschen unnötig Quatsch erzählen, dann geht es uns schon besser. Und jetzt die Tubis. Das kann doch nicht sein, dass ich hier nirgendwo eine Nummer finde. Das ist bestimmt irgendwo hinter. Ich kann irgendwas wegnehmen, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Skurril. Schick. Da, 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 da. Da, da, da.
Welche Door? Nichts mit Door. Ich habe hier gerade einen Hinweis irgendwo gefunden. Also ich bin noch dabei, ihn zu finden, aber die Door ist zu, sage ich dir so, wie es ist, mein Freund. Doppelpunkt Haken. Doppelpunkt Haken. Okay, wir haben also L39 Doppelpunkt Kopf über P. Ach, das nervt ja hier. Kann man hier einmal kurz. Du nervst auch. Kleinen Moment, ich will erstmal hier die Mark vorbereiten. Ne? Krasser Beat. Bisschen monoton, aber geht schon. Ah ne, ich muss erst hier hin. Aufs Häuschen. Und ist 98. Okay, so, dann wollen wir darauf. L39 Doppelpunkt P. L39 Doppelpunkt P. Das ist oh, gut, okay. Ich hoffe mal, es gibt keine Alternative. Also L9 Doppelpunkt P3. Tauschen wir das mal so hin und her. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, da müssen wir das einmal tauschen. L. P3 war hier. Doppelpunkt P da. Und. Nein. Klar, Moment. Nee, voll falsch. Also 9 nach oben. Doppelpunkt P. 3 L. Das kann ja mal passieren, ne? So, die 9 nach oben. 10, 9 nach oben. Okay, 3. L nach da. Das war jetzt richtig? Ja, 3 unten, L links. So, cool. L wie links. Ja. Das haben wir richtig. Jetzt muss ich die Schrulle hier ja auch noch fertig machen. Oh Gott, so viel Arbeit. Jetzt kommt erstmal der Bag. Machen wir die einmal schnell fertig und dann können wir uns die Leichen nochmal angucken. Ja, wo wir die Nummer herkriegen, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wo man noch gucken könnte. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin nicht mehr alleine. Cool. Next Step. Ah ja. Ich bin hingefallen. Worüber bin ich denn jetzt gestolpert? Oh Gott. Jesus. Was ich auch nicht raffe. Ich meine, warum? Oder warum? Wieso kann ich die beiden Sachen überhaupt bedienen? Also, welchen Zweck soll das haben? Ich habe mir sowieso schon vor Angst in die Hosen gepinkelt. Dann brauche ich keine Spülung.
Wo könnte diese komische Nummer sein? Oder die ist halt wirklich nicht jede Runde vielleicht vorhanden? Vielleicht eine Möglichkeit, warum ich die überhaupt nicht finde, ne? Vielleicht gibt es die ja gar nicht jede Runde. Und wofür ist der denn gut hier? Ist ja auch kein Safe oder sowas. Also kein Safe in dem Sinne. Aber. Nee, gar nicht. Ich dachte vielleicht, dass das hier dazugehört und das steuert dann irgendwas, aber das ist nur die Lampe. Okay, was ist hier los? Ich kann es nicht öffnen. Machst du jetzt einen auf Lights Out oder was? Jetzt kommt sie gleich auf mich zu. Ich werde mich nicht erschrecken. Ich weiß, was kommt. Okay, ich habe ein bisschen gezuckt. Ey, wieso bin ich jetzt hier hinten? Oh, den ganzen Weg wieder herlaufen zur Maschine. Okay, also wir haben alle Marks gesammelt, also alle Symbole. Müssen wir gleich noch die Leichen inspizieren, ob sich irgendwas geändert hat. Sie müssen wir wahrscheinlich nicht weiter kontrollieren. Die hat halt nichts, ne? Die ist nur alt. Alt und muffig. Aber wen ich auf jeden Fall angucken möchte, ist Miros. Bei dem möchte ich Sex. Bei dem möchte ich nämlich einmal gucken, ob sich da was verändert hat. Wieso habe ich jetzt hier so eine Musik? Und sie wird immer lauter. Okay. Du kommst wieder in deine Kältekammer. Ich bin mir ziemlich safe, dass wir dich einfach verbrennen können. Ohne dass du da irgendeine Holzdeko auf der Brust brauchst oder so. Muss ich die rausnehmen, damit ich die untersuchen kann? Oder kann ich die auch so angucken? Ist das Schatten oder hat die jetzt hier quasi so eine Brille auf? Davon nicht sehen. Und sind das die Haare oder ist das neu am Hals? So, Miros, zeig dich mal. Pass auf, ich nehme jetzt die einmal mit. Wir gucken uns jetzt beide noch mal genau an, wenn es geht. Ich weiß ja nicht, ob ich die noch mal beide genau angucken kann. Aber wir versuchen es. Sie hat definitiv mega blaue Füße. Sich hier irgendwas verändert. Die haben wir notiert gehabt. Und hier ist nichts weiter. Am Kopf. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Waschbärengesicht jetzt. Aber die hat hier auch nichts weiter bekommen. Das sieht aus wie vorhin, ne? Hier ist auch nichts dazu. Hier hat sie immer noch diese Pick. Ich weiß gar nicht, ob ich die Akte von vorne dafür brauche. Und jetzt kommt ja das Skurrile.
Das hier. Ich weiß halt nicht, ob das was zu sagen hat, aber sie hat sonst nichts dazu gekriegt. Kein Mal, kein Symbol in der Form. Okay, wir bringen sie mal zurück und dann holen wir mal den Herrn Michos her. Zumal der ist ja auch ein paar Mal hier rumgelaufen und Club und weg und ne. Weiß nicht. Das ist jetzt natürlich die Entscheidung schlechtweg. Und ich weiß nicht, wie ich an diesen Code komme. Was mich tatsächlich ein bisschen nervt. Und wie der Keller aufgeht, weiß ich auch nicht. Weil der Schlüssel passt ja nicht eigentlich. Nehmen wir aufgesammelt haben, was war das? So, ich nehme dich mal mit. Ja, und was hast du alles dazu gekriegt, ne? Und ja, am Gesicht hat sich nichts verändert. Immer noch 3 Tage Bart, Ohrenschmalz. Nichts Weltbewegendes. Ist halt nichts dazugekommen. Das war vorhin noch nicht da, liebe Freunde. Das heißt, er ist, und das ist ja auch ein umgekehrtes. Jetzt will ich aus der Vision gar nicht mehr rausgehen. Also so wie ich jetzt gucke, gucke ich gut. Ich gucke ein Kreuz an. Umgedrehtes. Okay, also definitiv, er ist besessen. Das Licht ist aus. Okay, wir nehmen die Marke. Muss ich dich erst. Nix wrong und so was hier, ne? Du liegst falsch, das weißt du. Von wegen. Liege ich jetzt wirklich falsch? Wenn er das so oft sagt, hätten wir vorher noch mal zum Keller gucken sollen. Wegen dem Schlüssel, ob der heute passt. Hätten wir noch eine Möglichkeit gefunden, die Nummer zu finden? Fragen. Ich kann auch die Mark. Doch, ich kann die wieder wegnehmen. Ich kann rein theoretisch, ich kann die wegnehmen. Und die andere Trulla hat ja von vornherein diese komische Narbe, welche waren das? Die da. Die hat ja von vornherein an der Hand. Eine andere Seite. Ah, sehen wir nicht wegen dunkel. Hier, doch kann man ein bisschen sehen. Die hat ja die ganze Zeit schon die Narbe. Und bei der hat sich nichts verändert. Und der hat halt das Kreuz dazu gekriegt. Und wir haben alle 4 Zeichen. Oder muss man die Beschreibung vom Dämon auch durchlesen, weil die Zeichen vielleicht mehrfach kompatibel sind? Burn them all. Ich denke, das ist schon gut so. Bye bye, Michos. Brenn schön. Wer klopft da bitte? Hallo? Klingt doch nice, oder? Ich glaube, wir haben den Dämon gefunden. Da. Bye bye. Gleich blind. Ist noch wer gleich blind? You've come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond at this point. Ja, das ist jetzt die Frage, hatte ich das Ende schon?
Oder gibt es da vielleicht einen It takes a kleinen lot out of you. Switch? Ich weiß halt nicht, I've never inwieweit simply sich die walked Enten out auch of you faster. unterscheiden können. You get used to it. Also ich weiß, es gibt große Unterschiede. Es I'll gibt ja be noch sure das to clean the Ende, da floors sind wir better. in einem Spind. Also er sperrt uns weg Raymond, quasi, weil wir besessen will sind und this er ever weiß es. end? I honestly don't know. Aber das Ende, bin ich der I've been Meinung, habe doing ich this a schon mal long time, gesehen. Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to Kann it. natürlich sein, dass wirklich nur so minimale So Enten no. sind. Das I don't Ende think it hatte ich does. schon gesehen. Einmal, da So, haben wir ihn ja we're just zerquetscht, like ne, this in der Luft forever? hochschweben lassen, weil wir It was besessen hard waren. for me Und too. einmal But halt this alles is the life cool. we get. Da haben wir uns voll We have gequatscht, to das war face das our Ende. worst selves constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Why don't you head home? Okay, ich Get kenne some mich seit rest. der Geburt, also kenne ich mich Who ziemlich gut, knows what's denke coming ich. tonight? Ende 2 von 5 und 2 hatte ich leider schon. Ah, ich muss mal mich belesen, ob man die Enten vielleicht quasi manipulieren kann, um bestimmte Enten zu provozieren. Das war eine weitere Folge The Mercenary Assistant. Den Namen immer noch kacke. Tut mir leid, also dieses Mercenary, ich kann es halt nicht so aussprechen. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Ihr habt euch vielleicht ein bisschen mitgegruselt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.